Die Community der Oldtimer-Besitzer in Österreich, und das sind Menschen wie du und ich, sind in etwa 100.000 Besitzer und Besitzerinnen von klassischen Fahrzeugen. Und die Thematik ist natürlich gerade für diese Community, dass wir auch von Werten sprechen in der Größenordnung von ca. 2,7 Milliarden, die in privaten Händen sind. Fahrzeuge sprechen wir von um die 150.000 Pkw und ca. 200.000 Motorräder. Das heißt, diese Fahrzeuge sind eigentlich Beispiel der Entwicklung der Mobilität in Österreich und weltweit. Und das als Kulturgut zu erhalten, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und synthetische Kraftstoffe sind natürlich ein Exit in der Zukunft, der die Erhaltung dieser Fahrzeuge auf Österreichs Straßen sicherstellen würde. Das klassische Fahrzeug, wenn also wirklich das Worst-Case-Szenario greifen würde und Verbrennermotoren verboten werden, heißt, dass wir eigentlich Kulturgut vernichten. Die Mobilität ist einer der stärksten Treiber der Entwicklung der Menschheit. Und die Zielsetzung sollte es eigentlich sein, auch jungen Generationen zu zeigen, wie Mobilität vonstatten ging. Und da beginnen wir bei Vorkriegsfahrzeugen aus den 20er, 30er Jahren. Das zieht sich über die Zeit der 50er und 60er. Und eigentlich sind die synthetischen Kraftstoffe der Brückenbauer, dass genau das nicht passiert, nämlich Kulturgut vernichtet wird und die jüngeren Generationen die Geschichte der Mobilität nicht mehr auf Österreichs Straßen erleben können.